Also erstens werde ich mich dann gleich noch ein bisschen vorstellen. Das zweite ist, Erfinder des WebQuest ist ein bisschen übertrieben. Ich bin derjenige, der das da in Amerika entdeckt hat und dann das auch nach in den deutschsprachigen Raum übernommen hat. Und hat mir immer gut gefallen, das WebQuest. Und zwar nicht, weil es eine wahnsinnig verrückte Idee ist, wo man ganz, ganz viel lernen muss, sondern weil es eine Idee ist, die ganz, ganz nah bei den Lehrern und Lehrerinnen ist, die die auch sofort verstehen in einer Viertelstunde und dann auch gleich beginnen können. Das hat mich immer am WebQuest fasziniert. Aber was ich jetzt machen will, ich kann ja nicht mehr als offizieller Vertreter der Schweiz zu Ihnen sprechen. Ich möchte so ein paar Ideen mit Ihnen teilen, die gegenwärtig bei uns gemacht werden. Ich beginne noch mit einer ganz kurzen Vorstellung von mir. Dann möchte ich die ganz große Frage ganz kurz aufwerfen, was sind denn Medien, und auf ein neues Konzept aus den USA eingehen, Digital Citizenship. Ich möchte aber nicht zu stark in die Einzelheiten eingehen, weil da habe ich ja im Buch den Beitrag darüber geschrieben und ich möchte nicht da einfach vorlesen. Zuerst habe ich ja gedacht, ganz toll, wenn es im Buch ist, brauche ich gar keine PowerPoint mehr, ich komme mit dem Buch her und lese einfach vor. Aber das hat dem Veranstalter nicht so gefallen, dann habe ich mich doch ein bisschen noch zu etwas Neuem entschieden. Und das ist dann mit Medien an der Schule lernen, das geht dann stark eben auch auf die Art und Weise, wie wir in Zürich an der PH mit Lehrern arbeiten. Es gibt da dann auch Projektbeispiele aus der PH Zürich, das ist das, was ich mit Ihnen heute tun will. Das ist mein kleiner Steckbrief. Ich bin emeritiert seit Anfangsjahr, war vorher Professor PH Zürich und Honorarprofessor an der Uni Kassel. Und heute mache ich vor allem noch ein Forschungsprojekt, visualisierte Wünsche bei der Berufswahl mit Visual Storytelling, also durchaus auch im Bereich der digitalen Medien. Dann eben mache ich noch in der Lehre an der PH Zürich Dinge über Facebook. Und ich habe dann einen Blog Medienwelten angefangen. Da finden Sie hier noch die Adresse, wo ich so aus meiner ganz persönlichen Sicht, was ich ja vorher als Angestellter nicht immer konnte, einfach meine Meinung zu Dingen aus der digitalen Medienlandschaft beschreibe. Und ich war früher auch mal Journalist und Publizist, das habe ich wieder aufgenommen. Es gibt ein ganz tolles Projekt in der Schweiz, das heißt Journal 21. Das sind relativ berühmte Journalisten, die jetzt eben auch im Ruhestand sind, haben sich zusammengerauft und machen da eine ganz tolle Zeitung und da habe ich mich dann angeschlossen. Ich habe bewusst das genommen, das ist Photofania, auch so ein ganz kleines Tool und das brauche ich jeweils mit meinen Studierenden zur Einführung, wenn es um digitale Medien geht. Die müssen da nur das Bild einfügen und da gibt es ganz verschiedene Hintergründe und da kommt man dann ganz toll ins Gespräch über Manipulationen von Medien, wie das aussieht, dass Bilder in Kontexten ganz unterschiedliche Bedeutungen haben etc. Also solche ganz einfachen Einstiege versuchen wir auch unseren Lehrerinnen und Lehrern beizubringen. Das schon als Vorgriff zum letzten Teil. Aber nun noch, was so das Verhältnis von Technik und Medien. Es gibt ein Buch von Stefan Münker bei Edition Suhrkamp, der schreibt, technische Entwicklungen eröffnen Möglichkeitsräume, deren experimentelle Erkundung Medien generiert, mal schneller, mal langsamer. Also er sagt, dass die Medien sind nicht die technischen Dinger, sondern Medien sind das, was wir Menschen daraus machen. Und er erklärt das dann mit dem Telefonbuch und den Telefons, die eigentlich ja nur Tonübertragung sind, die wurden ganz zu Beginn auch nicht für den alltäglichen Verkehr benutzt und schon gar nicht gab es SMS und solche Dinge, sondern da waren Firmen, die eben mit anderen Firmen kommunizierten und eben das haben dann die Menschen ausgenutzt, in dieser Generierung von Medien zu einem globalen Medium zum Austausch über Ton und Sprache. Und wenn man dann das letzte Bildchen hier noch nimmt, dann sieht man, die neuen Entwicklungen haben auch das Telefon wieder verändert, die Tonübertragung.
die Menschen sind jetzt daran, das Buch zum Verschwinden zu bringen, weil wenn sie so ein Telefon haben, dann brauchen sie das Buch gar nicht mehr. Also das wäre so seine Idee vom Medium, das eben nicht die Technik ist. Die Technik ist die Basis, aber das, was Medien sind, ist das, was Menschen daraus machen. In der Pädagogik hat das eigentlich Georg Rückriem genauso aufgenommen, dass auch für die Mediennutzung in der Schule es eben nicht einfach die Techniken sind, sondern dass die Techniken Möglichkeitsräume eben darstellen, was man dann zu Schulmedien machen kann. Sie sind Katalysatoren, Ermöglichungsbedingungen für menschliche Praxis. Und an das denkt man nicht, wenn irgendwelche Schulverwaltungen einfach flächendeckend zum Beispiel irgendwelche Computer in die Schule einfliegen oder wenn sie Sprachlabors vor 40 Jahren eingeflogen haben, dann hat man die Technik reingebracht, aber man hat noch kein Medium für die Schule daraus gemacht. Und das war, denke ich, das große Missverständnis, dass man glaubte, wenn man mal die Geräte hat, dann ist es schon gemacht und dann ist die Technik schon drin und alles ist bestens. Wenn wir so die heutigen Medien, was gibt es denn da für Möglichkeitsräume aktuell sehen, muss man einfach sehen, das hat sich wieder stark verändert. In den 90er Jahren, da war es eben der PC, der Desktop, vielleicht noch die Vernetzung im Computerraum. Und heute muss man denken an die digitalen Medien. Man muss denken, dass Medien viel mobiler geworden sind, dass Medien im Web 2.0 partizipativer werden, dass Medien auch, und da sage ich dann später noch was zu, im Rahmen so von Online, Offline immer stärker integriert sind. Und dass es da nicht mehr zwei verschiedene Welten gibt, wie vielleicht noch in den 90er Jahren. Die Aneignung und Nutzung dieser neuen Räume erfordert spezielle Kompetenzen. Und eben vor allem eben Kompetenzen heißt auch, wir müssen Ideen entwickeln, wie wir mit diesen neuen Dingern umgehen. Und es kann nicht sein, dass die Schule sozusagen die medienlose Welt ist, wo alle diese Dinge von außen mit großer Skepsis angeguckt werden. Es gibt einen ganz schönen Begriff aus den USA, der diesen neuen Kompetenzbegriff des digitalen Zeitalters anleiten könnte, nämlich Digital Citizenship Using Technology Appropriately. Ich war so frech, dass ich das in Deutsch die Definition eingetragen habe, damit Sie es auch besser lesen können. Also Digital Citizenship ist ein Konzept, welches Lehrern, Führungspersonen im Technologiebereich und Eltern hilft, zu verstehen, was Schüler, Kinder, Technologienutzer wissen sollten, um die Technologie auf richtige Weise zu nutzen. Digital Citizenship ist mehr als ein Tool für Lehrkräfte. Es ist der Weg, um Schüler bzw. Technologienutzer auf eine Gesellschaft vorzubereiten, die voll von Technologien ist. Oder ganz kurz ausgedrückt, wir alle sind heute auch Digital Citizen. Wir sind Bürger dieser neuen Gesellschaft, die eben stark auch von digitalen Momenten im Alltagsleben durchdrängt ist. Gibt aber doch ein paar Fragen zu diesem Konzept des Digital Citizenship. Digital Citizenship, hier nochmals ein Zitat, dass das nochmals verdeutlicht, was die Problematik dahinter ist, ist ein Weg, um Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, was es bedeutet, ein guter digitaler Bürger zu sein und was man tun muss, um einer zu werden. Da muss man aber dreimal schlucken. Natürlich die Amerikaner oder so die amerikanischen Lehrpersonen und Lehrerinnen, die glauben natürlich zu wissen, was das ist, ein guter Digital Citizen. Einer, der wahrscheinlich alle schönen Gesetze, die es gibt, einhält und damit auch eben dem Geheimdienst möglichst alle Informationen offenlegt, damit die nicht so große Mühe haben.
Für mich ist es aber doch ein großes Problem, was sind denn unbestrittene Werte und Normen? Wir haben eine Untersuchung gemacht zu diesen Fragen eben, dieses neuen Verhaltens in der digitalen Gesellschaft, wo Leute befragt wurden, darf man mit einem SMS kondolieren? Und da waren die Meinungen wahnsinnig gespalten. Jüngere fanden eher, ja, das darf man, kann man durchaus. Ältere fanden, geht überhaupt nicht. Oder wenn sie denken, das war auch eine andere Frage, darf ich eine längere Beziehung mit einer Freundin per SMS einfach künden? Da waren die meisten der Meinung, nein. Aber dann die Frage, ja, Geburtstag. Darf ich einen Geburtstagswunsch elektronisch übermitteln? Da hat die Facebook-Kultur, wo man es ja auch schon automatisch machen kann, schon zugeschlagen. Das darf man ohnehin. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt so 10 Jahre, noch nicht mal ganz, diese neue digitale Gesellschaft mit Social Media etc., die verändert das Verhalten, aber das ist alles noch nicht so sicher. Und was wir als Lehrer tun können, ist solche Dinge miteinander besprechen, aber als Lehrperson sich anzumaßen, die Digital Citizenship in dem Sinn einfach zu vermitteln, weil wir als Lehrer wissen, was gilt und wahrscheinlich auch schon wissen, was 2020 gilt, ist sehr schwierig. Kulturen wandeln sich sehr langsam und Kulturen wandeln sich vielleicht auch nicht so, wie wir das denken. Anstatt immer nur vor den Gefahren zu warnen, die bei den Medien sind, scheint es mir ganz wichtig zu sein, im Rahmen dieses Digital Citizen Konzept eben diesen Wandel zu begleiten, immer wieder auch zu diskutieren, was denn da passiert und was es da für neue Verhaltensweisen gibt, ob die sinnvoll sind oder nicht etc. und so fort. Das ist die Geschichte dann auch von der Partizipation, die ja vor allem auch mit dem Web 2.0 zusammenhängt. Also der User, Web 1.0, wie es dann jeweils heißt, der gebraucht die Medien, er nimmt sie als Werkzeuge, braucht sie dafür die individuelle Arbeit, übernimmt die Normen und Werte einfach, ist vor allem an neuen Techniken interessiert. Wenn dann eine neue App kommt, die was ganz Tolles ist, dann muss die in die Schule, da denkt man gar nicht mehr, dass die vielleicht gar nicht so nützlich ist. Und er ist eben im Wesentlichen der Nutzer dieser neuen Dinge. Der Digital Citizen, der sollte die Medien auch gestalten. Er sollte, wenn er ein Lehrer ist, eben den Möglichkeitsraum, der sich da eröffnet, sehen. Sie erinnern sich an die vorhergehende Folie und überlegen, was kann man da Geschicktes damit machen. Er ist eben kein einzelner Nutzer, er ist in Netzwerken integriert, wo solche Dinge auch diskutiert werden. Er übernimmt die Normen nicht nur, sondern überlegt sich auch als selbstbestimmter Bürger, was ist da gut, ist das wirklich so, nimmt vielleicht auch an Debatten teil darüber, was da positiv und negativ ist. Ihn interessiert weniger das Technische als solches, sondern eben auch das Sozialkulturelle, das in dieser digitalen Gesellschaft passiert. Er ist nicht nur ein User, sondern, wie es dann jeweils schön heißt, ein Produzent und User, ein Producer. Und da kann man sehr gut auch den guten alten Immanuel Kant anwenden, nämlich Mündigkeit als ein Ziel. Ich würde einfach anstatt seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, sich des Internets ohne Leitung eines anderen zu bedienen, das ersetzen. Ziel ist es eben nicht, Kinder, und das ist das untere, bewahrpädagogisch vor den Gefahren des Netzes zu warnen und sie mit engen Regeln zu schützen, sondern sie durch die Vermittlung von Digital Citizenship zu souveränen Usern des Netzes zu machen. Das heißt nicht, dass wir nicht vor die Kinder einführen müssen, irgendwo einmal, wo wahrscheinlich die Probleme von Facebook sind.
Das kann man durchaus, aber letztlich müssen Sie da selber dahinter kommen, denn Facebook ändert ohnehin alle 2-3 Jahre. Und wenn die Kinder dann nur nach dem glauben, was der Lehrer gesagt hat, Häkchen beim 3. streichen und beim 5. lassen, und die lassen das die nächsten 10 Jahre, dann haben sie wahrscheinlich genau das Falsche gemacht. Ja, das ist auch bei der Beteiligung. Beteiligung ist ja toll, und zu sagen, ihr seid jetzt partizipativ im Web 2.0, ist eine große Sache. Ulrike Wagner hat da versucht, eben auch das ein bisschen zu differenzieren. Es gibt Fehlformen der Beteiligung, es gibt verschiedene Intensitäten der Beteiligung, es gibt eben auch dann bis hin zur Selbstbestimmung, Selbstverwaltung bestimmte Dinge. Und da kann man sich dann auch überlegen, und das kann man auch sehr gut mit Schülern, was heißt denn das Liken jetzt? Ist das schon die großartige Partizipation, oder schaffe ich da nicht eher in Gratisarbeit irgendwelche Daten für die Firma Facebook, die dann ganz toll verkauft, und generiere ich, als wenn ich dieses sogenannte User-Generated Content, wie es ja so schön heißt, entwickle, generiere ich nicht eigentlich nichts anderes als deren Profite. Oder eben, wenn ich ein Statement formuliere, ist das vielleicht noch nicht eine Warn auf Facebook, ist das noch nicht eine wahnsinnig zentrale partizipative Handlung, aber da kann es ja beginnen, dass man sich einmal wagt, auch etwas Aktives zu machen oder dann mal ein Video online zu stellen, dass man dann vielleicht später ein Meeting organisiert, das geht dann schon wieder stärker in die Selbstbestimmung. Also auch da gibt es bestimmte Grade, Ausprägungen, die kann man ja langsam mit Schülerinnen und Schülern entwickeln. Beteiligung also ist nicht alles oder nichts. Digital Citizenship würde ich dann etwa so definieren: die verantwortungsvolle Nutzung ist sicher ein wichtiger Punkt. Sie müssen lernen, online und offline für Ihren Alltag und Ihre Bedürfnisse wirksam und im Zusammenspiel zu nutzen. Sie sollen die Regeln und Normen kritisch begleiten und nicht blind übernehmen. Und Politik, Ökonomie und Ethik, also auch das, was in den größeren Zusammenhängen geschieht, gehört zu einem solchen Konzept meines Erachtens unbedingt dazu. So, wir sind jetzt so ein bisschen abgehoben in die Höhen der Theorie. Und jetzt kommen wir aber gleich wieder runter und brechen das auf die Schule runter. Anforderungen an die Schule, wenn man so ein Konzept nimmt, wie ich es jetzt entwickelt habe, sind: Medienkompetenzen sollen im Zusammenhang mit den Aufgabenstellungen der Fächer vermittelt werden, nicht außerhalb und isoliert. Das ist bei uns so, dass in der Schweiz ohnehin wir einen integrierten Medien- und Informatikunterricht haben, der in den Fächern stattfindet und nicht irgendwo außerhalb. Und das hat eben auch sein Gutes, weil er dann an den Alltagsproblemen der Fächer ansetzen muss und nicht einfach irgendwo spezielle, merkwürdige Themen von Medienpädagogen hat. Ist dann aber auch die Gefahr, dass das nicht einfach angeklatscht wird, am Schluss noch 10 Minuten Medienkritik und das war's dann. Also dass auch dafür Medienfragen genügend Raum gegeben wird, wenn das so integriert ist. Und dann würde ich meinen, wenn es so ist, dass Online- und Offline-Dinge in der generellen Welt verschmelzen, dann gilt das auch für die Schule. Die Nutzung der digitalen Medien ist kein Privileg für besondere Gelegenheiten, dass die Lehrperson ankündigt. Und heute dürft ihr mal an den Computer. Alle Schüler schreien Juhu und rennen dahin. Das heißt ja dann, in solchen Situationen ist der Computer nicht integriert, sondern so ein Feiertagswerkzeug, das man 1, 2, 3 Mal dann vornimmt und dann findet, oh, die Schule ist auch so technologisch jetzt fit geworden. Sollte aber sein, dass man alle Medien eigentlich aufnimmt, und da bin ich auch ein bisschen ein Grassroot-Fan, dass man nicht nur jene Medien nimmt, wo die Schule schon 30 Geräte angeschafft hat, sondern dass man sich erinnert, ich glaube, es gab gestern auch mal eine Folie, dass man das Kinderzimmer ja ein digitaler Gerätepark sind, den kann man auch brauchen. Digicam muss man heute nicht mehr einführen, die sind da. Jo. Dann schenke ich mir ein paar Sachen und gehe jetzt zu der PH Zürich.
von einer solchen stark auch alltags- und digital- und in der digitalen Gesellschaft bezogenen Überlegung haben wir auch hier das Studium ausgerichtet. Wir haben auch eine Studierendenbefragung gemacht. Ich kann Ihnen leider die Daten hier nicht geben, weil die ist noch unterwegs. Die haben gezeigt, dass Lehrpersonen einfach wie junge Erwachsene sind. Die machen ganz viel mit Medien, kennen alles wie alle anderen jungen Menschen und sind nicht die bewahrpädagogischen Skeptiker der Medien. Mindestens sind sie es heute nicht mehr. Aber bei uns haben wir dann gesehen, die brauchen doch bestimmte Anleitung. Bei uns gibt es ein Grundlagenmodul, das theoretische Dinge vermittelt. Es gibt ein Kompaktmodul, wo Sie so Tools wie dieses Photofania, aber dann auch ganz andere bis hin zu Scratch dann kennenlernen können. Sie bereiten ein Medienprojekt vor, das dann in den Fächern stattfindet, wo Lernen mit Medien in der Fachdidaktik, mit Lernen über Medien von der Medienpädagogik verbunden werden soll. Und es gibt auch eine Prüfung in Basiskompetenzen. Das sind PowerPoint, das ist Word, das ist Audiovisuelles, also Audio und Grafik. Und wir überlegen uns auch da Video hinzuzutun, weil das sind Dinge, die sehr wichtig sind für die Praxis. Früher hat man mal gedacht, wir machen ECDL, wir sind aber auf diese eigene Lösung gekommen. Und das Zentrum ist dieses ganz tolle Medienprojekt, das an die Themen der Fachdidaktiken angeknüpft ist. Also das müssen die Studierenden mit dem Fachdidaktiker besprechen. Und da möchte ich einfach noch so zwei, drei Beispiele zeigen. Beispiel Naturbeobachtung. Das Originalton, was Sie da lesen von dem Bericht der Studierenden. Also Sie haben einfach einen Flecken Natur, Kamera draufgehalten, alle drei Wochen haben die das fotografiert, um dann zu sehen, wie sich die Natur entwickelt. Das ist eben auch Grassroot, nicht ein riesentolles Medienprojekt, wo man sich schon überlegt, dass da die Puppen tanzen, sondern was ganz Einfaches, wo aber dann die Studierenden auch sehen, da bringen die digitalen Medien viel. Oder zweites Beispiel, da hätte ich Ihnen jetzt gern noch die Trickfilme abgelaufen, aber da haben wir keine Zeit. Also da ist dann ein Männchen, das aufs Hochhaus hinaus animiert wird und dann auf der anderen Seite wieder runtergeht. Es gibt auf einen Trickfilm einen ganz ähnlichen, also Kinderzeichnung und zwei Autos, eben die stoßen dann zusammen. Und da sehen Sie dann auch bei den Lernzielen virtuelle Welten, reale Welten miteinander vergleichen, Eigenproduktion, sich bewusst werden, dass ein Trickfilm und dessen Geschichte nicht immer der Wirklichkeit entspricht, also solche Dinge. Ich weiß, es ist noch eine Minute, ich werde mir noch eine zweite rausholen. Oral History im Altersheim, finde ich auch eine schöne Geschichte, also Alte, jetzt halt mit dem Handy interviewen, ein paar Fotos machen, in der Schule Plakate, und da kann man eigentlich ganz tolle Dinge machen. Und das ist eben die Minute, die noch sein muss. Ich denke eben, diese Alltagsinformatik, so wie es auch umgangssprachlich heißt, hat in den letzten 10 Jahren ein bisschen den Teil, wo der hieß bei uns früher so Steuern und Navigieren verloren. Da gibt es jetzt große Anstrengungen, vor allem in den Gymnasien, wo die Informatik auch zurückgefahren wurde, das wieder aufzuholen. Für die Volksschule, also so die ersten 9 Klassen, sehe ich eigentlich nicht jetzt, dass in der ersten Klasse die Informatik beginnt, aber genauso wie Medien in andere Bereiche eingeführt werden, wäre es schön, da auch Medienprojekte zum Beispiel an die Mathematik anzuhängen, etwa da mit Scratch zu arbeiten oder einmal mit dem MIT App Inventor eine App zu gestalten. Das kann man alles relativ leicht. Und es ist eben ähnlich wie bei der Elektrizität. In der Volksschule will man ja auch nicht Elektriker ausbilden, sondern man will wissen, was denn dahinter steht, wenn man das Knöpfchen drückt und es hell wird. Und dann kommen die theoretischen Erklärungen. Genau gleich, denke ich, wäre es eben auch
wichtig bei der Informatik, dass die Schüler mehr wissen, wenn sie das Knöpfchen vom Handy drücken oder das Knöpfchen vom PC, was denn da dahinter für Prozesse abläuft, was da für Konzepte sind. Da haben wir in der Schweiz einen Nachholbedarf, der, meine ich, jetzt nicht zu einer riesen Informatik führt, aber zu einem Teil in dem Bereich, der unbedingt sein muss. Ja, und das soll alles die Unterrichtsqualität durch Medien verbessern. Was das alles heißt, können Sie hier noch lesen. Ich darf nicht mehr, ich kriege einen Maulkorb um und beende damit meinen Vortrag.